Okay, Leute, ich glaube, wir werden alle sterben. Hey, ihr Fashion Boys und Girls da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen zum Dating Dienstag. Eigentlich wollte ich dazu überhaupt kein Video machen. Und diesen Scheiß habe ich mir auch nicht gekauft aufgrund der aktuellen Situation, sondern das habe ich einfach vom Streichen irgendwo im Schrank gehabt. Aber von euch haben mich viele Fragen erreicht rund um das Thema Flirten, Dating und Liebe in der aktuellen Corona-Zeit. Weil wir wissen, jetzt sind alle Schulen geschlossen, ja, die Clubs, Bars, Diskotheken sind dicht, man soll soziale Kontakte meiden und am besten auch nicht mehr rausgehen. Ist durchaus eine schwierige Situation. Aber Kiff, haben wir denn keine wichtigeren Probleme aktuell? Ja, haben wir, aber dafür ist das der falsche Kanal. Und Liebe gibt es auch in Krisenzeiten. Ich werde am Ende des Videos noch ein paar Worte zur aktuellen Lage sagen, also meine Meinung dazu. Wenn du darauf Bock hast, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran. Jetzt geht's aber erstmal um das, was hier unten im Videotitel steht. Wichtig, das, was jetzt hier kommt, ist meine eigene Meinung. Ich bin kein Mediziner oder Jurist. Und das, worüber ich jetzt spreche, bezieht sich auf den Stand Mitte März. Wenn du das Video also vielleicht etwas später siehst, kann es sein, dass die Lage schon wieder ganz anders aussieht. Die erste große Frage, wie machen wir das denn jetzt im Moment mit dem Ansprechen? Denn die Städte werden immer leerer, ja, Schulen haben geschlossen, die ganzen Sachen, wo man abends irgendwie weggehen kann, gibt's auch nicht mehr. Ja, wie soll ich denn jetzt jemanden kennenlernen? Ihr wisst, dass ich immer dazu plädiere, auch fremde Mädchen anzusprechen, auch wenn du irgendwo auf der Straße ein Mädel oder eine Frau siehst, wo du sagst, yo, die gefällt mir. Ist aber aktuell vielleicht nicht der beste Zeitpunkt dafür. Trotzdem finde ich, sollte man aktuell auch nicht soziale Kontakte komplett meiden. Wenn du die Möglichkeit hast, mit einem Mädel ins Gespräch zu kommen, do it. Gerade in Krisenzeiten ist Menschlichkeit und soziale Interaktion in meinen Augen noch wichtiger. Einfach schon, damit das normale Leben einfach weitergehen kann und die Menschen da draußen nicht noch mehr durchdrehen. Aber wie soll ich die denn kennenlernen, ohne sie anzusprechen? Glückwunsch! Ihr dürft es euch gerade mal richtig gemütlich in eurer Komfortzone machen. Traurig, dass ich sowas wirklich mal sage. Aber ja, das aktuell ist, glaube ich, die große Zeit des Online-Datings. Weil man natürlich trotzdem den Wunsch hat, Menschen kennenzulernen, ja, nicht alleine zu sein und auch Nähe zu spüren. Soziale Isolation wird meiner Meinung nach diesen Drang nur verstärken. Soziale Kontakte, vor allem digital über Facebook, Instagram, WhatsApp und die ganzen Dating-Apps, rückt immer mehr in den Fokus, weil das natürlich aktuell die einfachste und auch ein Stück weit sicherste Methode ist, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Was aber bitte nicht heißt, dass du jetzt alle meine Tipps aus den letzten 5 Jahren komplett über Bord wirfst. Das, was zum Beispiel in meinem Buch steht, hat nach wie vor Gültigkeit. Ist, glaube ich, gerade ein ganz guter Zeitpunkt, um auch einfach mal ein Buch zu lesen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Einen Vorteil hat die ganze Situation aktuell aber auch. Ihr habt einfach eine Gemeinsamkeit. Wenn du ein Mädel gerade kennenlernst, seid ihr aktuell in der gleichen Situation. Und das ist schon mal ein guter Startschuss, ja, weil ihr habt eine Gemeinsamkeit, gut, wenn auch keine tolle, aber sowas schweißt natürlich zusammen und das bietet auch eine Menge Gesprächsstoff, gerade zum Einstieg. Leute, aber vergesst bitte nicht das eigentliche Leben. Ja, das heißt, quatscht auch noch über andere Dinge, außer über dieses komische Virus. Es gibt doch so viele andere schöne Dinge noch auf der Welt. Zum Beispiel Dating. Und damit sind wir bei dem nächsten Punkt. Alles hat zu, die Straßen werden immer leerer, ja, man kann kaum noch irgendwo abends hingehen. Das ist schwierig. Und wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis wir da in unserer Freiheit noch ein bisschen mehr eingeschränkt werden. Dann hast du eigentlich nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder triffst du dich mit dem Mädel irgendwo draußen, ja, ihr genießt einfach die Ruhe, das schöne Wetter, oder ihr trefft euch bei dir zu Hause oder bei ihr. Ist eigentlich etwas, was ich gerade für das erste Date nicht empfehle, zumindest dann, wenn es in eine ernstere Richtung gehen soll. Aber ja, gerade ist das, glaube ich, die beste Option. Aber Chris, man soll doch Abstand halten! Wenn du so eine Panik hast, dann lass das mit dem Dating besser sein und bleib einfach Single. Letztendlich ist das mit dem Dating ein Punkt, den jeder irgendwo für sich selber entscheiden muss. Und da appelliere ich einfach an deinen gesunden Menschenverstand. Ja, zu überlegen, okay, macht das jetzt Sinn, da hinzugehen, sich mit der zu treffen? Ja, vielleicht ist sie sogar schon ein bisschen am Kränkeln oder so, dann ist das vielleicht auch keine gute Idee. Einfach mal selber nachdenken. Und dann gibt es ja noch den Punkt mit dem Küssen. Um Gottes Willen, da werde ich mich ja sofort anstecken und dann werden wir alle sterben. Gut, mit dem Ding sowieso ein bisschen schwierig.
Spaß beiseite, ich halte von dieser Panikmache nichts. Wenn das gerade gut mit dem Mädel läuft und wenn das ein guter Zeitpunkt ist für den ersten Kuss, dann mach es. Ja, es ist ein Virus. Ja, es ist ansteckender. Und ja, es ist gefährlicher als die Grippe. Aber, und da sind wir schon mittendrin in der eigenen Meinung, dieser scheiß Virus wird dich nicht umbringen. Du hast als gesunder, junger Mensch eine Sterbewahrscheinlichkeit von gerade mal unter 1%. Das bedeutet im Umkehrschluss, Schluss immer noch eine Überlebenschance von 99%. Ein Lottogewinn ist wahrscheinlicher, als an diesem scheiß Virus zu verrecken. Wahrscheinlich ist es auch gefährlicher, jeden Morgen über die Straße zu gehen. Und die Leute rasten einfach völlig aus. Können wir vielleicht einfach mal anfangen, uns auf die positiven Dinge zu konzentrieren? Zum Beispiel, dass wir eben nicht sterben werden, sondern überleben werden. Als fucking Menschheit. Natürlich werden Menschen sterben und gerade die Älteren und Kranken unter uns. Und natürlich mache auch ich mir Sorgen um meine Eltern und vor allem Großeltern. Aber eine scheiß normale Erkältung kann für diese Menschen genauso gefährlich sein. Ich kann die Panik nur aus einem Grund verstehen. Und das ist auch das, was mir aktuell ein bisschen Sorge macht. Ich habe nämlich keine Angst aufgrund des Viruses. Ja, ich habe keine Angst davor, mich anzustecken. Und selbst wenn ich mich anstecke, c'est la vie. Krankheiten gehören zum Leben leider dazu. Auch ich habe schon sehr unschöne Krankheiten in meinem Leben durchgemacht. Das gehört einfach leider dazu. Denn was mir viel mehr Sorgen macht als das eigentliche Virus, das sind die Menschen. Die Gesellschaft, die Politik, die sich gerade immer mehr hochschaukelt, die Leute, die in Panik geraten, ja, die auf einmal irgendwelche Hamsterkäufe machen und vor allem auch die aktuelle Dummheit der Menschen. Ja, dass zum Beispiel Menschen in Supermärkten die ganze antibakteriellen Desinfektionsmittel leer kaufen oder sich einfach random irgendwelche von diesen bescheuerten Atemmasken kaufen, die einfach überhaupt nichts bringen. Ich finde das wirklich auf so vielen Ebenen so erschreckend. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da gerade erstmal am Anfang sind. Dass das Ganze sich mit der Zeit immer mehr hochschaukelt und wir irgendwann anarchistische Zustände haben. Sowas wie ein Stück weit Endzeitstimmung, ja, wo es einfach nur noch um das eigene Überleben geht. Und genau an dem Punkt stehen wir ja schon, ja. Das siehst du ja durch diese ganzen bescheuerten Hamsterkäufe, gerade was das Desinfektionsmittel angeht, das einfach an anderen Stellen viel wichtiger gebraucht wird. Die Leute denken einfach nur noch an sich selbst. Das, was gerade auf der Welt passiert, ist einfach der größte Egoismus, den ich jemals erlebt habe. Und das aufgrund eines Viruses, das eben nicht mit einer Zombie-Apokalypse vergleichbar ist. Wegen einer lächerlichen Unwahrscheinlichkeit dreht die Welt völlig am Rad. Aber gut, vielleicht hat es ja auch irgendwo was Gutes. Vielleicht werden wir in Zukunft einfach mal mehr auf unsere Hygiene achten. Ja, Stichwort Hände waschen. Es ist traurig, dass das tatsächlich im 21. Jahrhundert noch ein Thema sein muss. Dass da draußen tatsächlich noch Menschen rumrennen, die sich nach dem Klo nicht die Hände waschen. Das ist einfach unfassbar ekelig. Ich hoffe, dass sich sowas in Zukunft einfach ändern wird. Und dass uns als Menschheit einfach bewusst wird, wie verletzlich wir eigentlich sind. Wir fühlen uns immer total sicher hier auf diesem Planeten, ja, in unserer Wohnung und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber man sieht an so einer Kleinigkeit schon, wie schnell dieses ganze Konstrukt der Gesellschaft einfach zusammenbrechen kann. Und das schon bei einem so lächerlichen Virus wie Corona. Da werden in Zukunft noch ganz andere Sachen auf uns Menschen zukommen. Wirkliche Pandemien oder irgendwelche Naturkatastrophen. Ich hoffe wirklich, dass wir Menschen daraus etwas lernen. Natürlich gibt es auch noch andere positive Effekte, ja, Thema Luftverschmutzung oder Thema Homeoffice, was auf einmal in ganz vielen Unternehmen gar kein Problem mehr ist. Man sieht, die Welt dreht sich trotzdem weiter und ich hoffe einfach, dass wir etwas daraus lernen. Wenn auch du noch etwas lernen möchtest, ja, wenn du noch Fragen hast zum Thema Flirten, Dating in der aktuellen Corona-Zeit, schreib deine Frage gerne unter dieses Video in die Kommentare und, ja, wenn da ein bisschen was zusammenkommt, dann werde ich dazu auch mit Sicherheit nochmal ein Video machen. Auch wenn ich wie gesagt, da nie Bock drauf hatte, aber es ist aktuell ein Thema, ja, das man einfach nicht mehr leugnen kann. Und wenn das für euch ein Thema ist, ist es auch irgendwo für den Chris ein Thema. Natürlich kannst du dir in der Zeit auch einfach mal mein Buch holen und da ein bisschen durchblättern. Da gibt es so viele Fragen zu allen Flirt- und Dating-Fragen, die dich beschäftigen. Oder wenn du sagst, oh, Chris, ich brauche ja private Hilfe, am besten ganz schnell und dringend, weil ja, die Uhr tickt ja, wir werden ja alle sterben, dann gehst du mal auf chriskiss.de, da steht erklärt, wie du
Privathilfe bekommst. Und weil ihr jetzt alle sowieso wahrscheinlich zu Hause sitzt und euch langweilt, klickt euch einfach mal da durch, da geht es weiter, da gibt es weitere Videos von mir. Denkt an meinen Kanal kostenlos abonnieren und dann verpasst du kein Video mehr. Und wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder in alter Frische, ganz gesund und munter. Macht es gut bis dahin und ciao.